Hallo zusammen. Hallo. Wir sind wieder hier und es geht weiter. Wir fangen gleich mit der nächsten Frage an. So, der nächste große Punkt ist die Erziehung und Schulbildung. Da kamen auch einige Fragen rein und da gehen wir gleich mal durch. Ist eure Tochter gut integriert? Ja, also wir haben uns ehrlich gesagt auch große Sorgen gemacht. Mhm. Oh, sie kann ja kein einziges Wort Russisch, wie wird das sein? Hey, die labert nach einem Jahr dermaßen auf Russisch, das ist unglaublich. Grammatikalisch vielleicht nicht ganz immer korrekt, aber sie versteht alles. Sie, wenn wir unterwegs sind, mit Jeanette vor allen Dingen, ja, dann übersetzt sie dann, wenn die Nachbarin kommt und will der Jeanette was erklären. Die Emil übersetzt alles und also selbst die Nachbarin, die ist sprachlos, wie schnell die das gelernt hat. Ja. Sehr gut integriert. Ja. Genau. Oder wenn ihr zweimal miteinander redet, schwenkt sie sofort eigentlich aufs Russische über und spricht nicht Deutsch mit dir, sondern Russisch. Also ich finde es faszinierend, wie schnell sie das gelernt hat. Ja, wie weit ist denn der Schulweg von uns entfernt? Ja, also ich kann euch wirklich empfehlen, schaut euch das Video an, Schule. Mhm. Ich war fasziniert, wie schön die Schule ist, also welche Ausstattung man hat. Also es macht einen platt, wenn man denkt, dass das im letzten Eck in Russland so eine Schule hier steht, ein Traum. Die Schule ist ungefähr, also 900 Meter, um es genau zu sagen, 900 Meter haben wir damals. Genau, und wir gehen zu Fuß. Ja. Wir brauchen hier kein Auto oder kein Bus. Ja. Also es ist zu Fuß zu erreichen, auch gerade bei unseren Straßen. Ja, gehen wir zu Fuß einfach morgens und abends spazieren. Ja. Wenn nicht abends, mittags. Und holen sie ab, ja. Wir bringen sie hin und holen sie ab, ja. Genau. Ja. Wie kommt eure Tochter in der Schule zurecht mit den anderen Kindern, auch sprachlich? Und gefällt es ihr in der Schule? Also die Schule, muss ich sagen, ist Gold wert. Mhm. Aktuell in der ersten Klasse sind 3 Mädchen und zweite Klasse sind keine Kinder, in der dritten Klasse sind nochmal 3 Mädchen. Mhm. Ja. In der vierten Klasse ein Mädchen. Ja. In der vierten ein, genau. Mhm. Ja. Und da ist es so, dass die wirklich sehr gut miteinander spielen. Ja, natürlich gibt es Streitigkeiten und so weiter, ja, gar keine Frage. Morgen spiele ich mit ihr nicht und dann kommt sie zu Hause mit ihr und sind die besten Freunde. Also alles in Ordnung, alles. Also da kann ich nichts Negatives sagen. Ja. Und sprachlich haben wir ja schon gesagt, also gar kein Thema. Ja. Sie kann sich ausdrücken, sie redet mit den Kindern, sie versteht alles. Ja. Ja, hat sie schon Freunde gefunden, die Emily? Ja, in der Schule hat sie Freunde, das ist gut so und da freut es uns, dass sie Anschluss hat. Die wohnen zwar hier alle ziemlich verstreut, aber ja, gestern war wieder ein Mädchen da und da haben sie schön hier gespielt. Mhm. Zuerst zu Hause und dann am Fluss. Also es gibt hier wenig Kinder, ja, das ist so ein bisschen nicht immer so schön wie, sag ich mal, wo wir herkommen. Mhm. Da haben allein auf der Straße, keine Ahnung, 10 Kinder gewohnt. Hier ist es halt natürlich weit verstreut und ja, verschiedene Altersklassen. Deswegen ist es etwas ruhiger hier. Aber das ist dann auch in Ordnung. Mhm. Ja, da kann sich auch Emily am Klavier entwickeln oder anderen Hobbys, die sie hat. Ja, ja, zu Hause hilft sie auch viel. Ja, genau. Garten, Tiere, das ist natürlich auch viel zu tun. Genau. Ja. Genau. Und jemand hat auch gefragt, wie hat Emily die erste Klasse beendet? Eigentlich sehr gut. Eigentlich top. Großes also Lob auch von den Lehrern. Die Direktorin hat es so bestätigt, dass alles gut ist und also es gibt keine Auffälligkeiten. Sie ist integriert, sie macht in jedem Fach mit. Ab und zu mal, so wie alle Kinder, haben sie ihre Zicken, aber im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut, ja. Wo wird eure Tochter zur Schule gehen, wenn sie in die 5. Klasse gehen wird? Ja, also hier die Schule, die bereitet tatsächlich die Kinder bis zur Abitur vor. Ja. Die Prüfung wird dann zwar im Solnischen gemacht, aber die Schule ist hier bis Abitur, 11. Klasse. Also wie gesagt, schaut euch das Video an von der Schule, ihr werdet begeistert sein. Was sagt eure Tochter zu den 3 Monate langen Sommerferien? Wir haben sie gefragt, sie hat gesagt, wir sollen so zeigen. Es ist nicht langweilig. Nee. Sie kann stundenlang irgendwas auch selber Kreatives machen. Das freut uns, ja. Werden bei euch an der Schule Fremdsprachen wie Deutsch oder Englisch gelehrt oder gelernt? Also Deutsch ist ab der
zweiten Klasse mhm. ein Schulfach. Ja. Gibt es Vereine so ähnlich wie bei uns oder Gemeinschaften, wo man Gleichgesinnte findet? Ja, ein Dorf besteht auf 150 Einwohnern, da gibt es natürlich keine so Vereine wie in Deutschland, zumindest nicht aus dem in den Ausmaßen. Aber in der Schule wird Basketball angeboten, Schach, und die Emily hat zu Schulzeiten immer diese Kurse besucht, Nähen, Häkeln, Stricken, also kreativ. Kreative, genau. Ja. Wir haben dann auch Nähmaschinen dort stehen. Und ja, und sie hat Stricken gelernt und hat mir es beigebracht, weil ich kann nur häkeln. Das fand ich auch ganz schön. Kann man als Lehrer in Sibirien seinen Beruf ausüben? Ja, also Lehrer sind hier gefragt. Also gerade wenn du noch die russische Sprache beherrschst, Russlandsdeutscher bist, dann wird es sofort hier anerkannt. Deswegen ist tatsächlich gefragt, ja. Die Lehrer verdienen hier schlecht, muss ich dazu sagen, aber ist tatsächlich gefragt, ja. Genau, dann kam eine Frage, mit was beschäftigt sich eure Tochter nach der Schule? Hat sie Spielkontakte nach der Schule? Das haben wir ja eigentlich schon ein bisschen erwähnt. Ja, nach der Schule hat sie immer dann gespielt meistens. Genau. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Wir haben zwei kleine Kätzchen, da ist sie mit denen Feuer und Flamme. Dann Gartengießen hilft sie uns, dann hat sie am Baum so eine Jurte gebaut und ja, also alles ganz normal. Ja, genau. Ist schon viel in der Natur. Fahrrad hat sie auch jetzt eins, dann fährt sie auch ihr Fahrrad. Ja, die nächste Frage ist, was haltet ihr vom Freilernen bzw. Homeschooling? Ich meine, das in Altai, das bei vielen Dörfern bzw. Familien beliebt ist. Ja, das ist richtig. Es ist möglich, allgemein in Russland Homeschooling zu haben. Ja, es gibt keine Schulpflicht, also Anwesenheitspflicht. Es gibt eine Schulpflicht, aber keine Anwesenheitspflicht. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, einmal online oder über eine Schule praktisch Homeschooling zu realisieren. Ich persönlich halte davon nicht viel, wenn ich den Vergleich ziehen darf, von der aktuellen Schule. Da hat man praktisch einen Einzelunterricht. Ja. Das Kind wird richtig gefördert. Das Kind hat soziale Kontakte. Das hat die richtige Technik. Also da gibt es Technikräume, Sporträume. Es gibt Bastelräume, Nähmaschinen, Chemieraum. Ja. Also schaut euch bitte das Video an. Büchereien und so weiter. Das kannst du zu Hause gar nicht haben. Also meiner Meinung nach. Ja. Also, das kannst du im Langlaufskier, ja, das seht ihr alles in dem Video in der Sporthalle, wunderbar. Und das kannst du einem Kind selber nicht zeigen, nicht beibringen und gar nichts, ja. Bei einem Kind kann man noch natürlich viel Energie reinstecken, aber wenn du dann 4, 5 Kinder hast, dann wird es schwierig. Also verschiedene Klassen, verschiedenes Niveau, verschiedene Kinder. Wenn ich dann natürlich die Frage gestellt bekomme, ja, würdest du dein Kind nach Moskau oder nach Berlin schicken in die Schule, dann würde ich sagen, nein, dann lieber natürlich Homeschooling. Ja, also da muss man differenzieren, ja. Ja, der nächste große Bereich ist auch Leben und Selbstversorgung bei uns. Und da kam die Frage, was ist mit Trinkwasser? Können Sie aus dem Brunnen trinken oder müssen wir das Wasser kaufen? Nee, Wasser kaufen brauchen wir nicht. Also wir haben so einen Brunnen zu Hause, da kann man natürlich auch Wasser trinken. Aber wir haben hier 500 Meter von uns eine Wasserquelle. Das Wasser ist so super lecker. Also wir holen dann immer kanisterweise und haben zu Hause immer dieses Quellwasser, wo frisch aus dem Boden rauskommt. Da haben wir auch ein YouTube-Video gemacht. Ich weiß gar nicht in welchem, wo wir dann, es ist alles umzäunt, also können die Tiere nicht hin. Es kommt direkt aus der Erde raus, glasklar, frisch, auch im Winter, also im Winter friert es nicht ein, holen wir dort das Wasser raus und trinken das sehr gerne. Ja. Ja, nächste Frage. Wie werdet ihr eure Ernte haltbar machen, beziehungsweise wie organisiert ihr eure Lebensmittel? Ja, wir werden unsere Ernte haltbar machen, indem wir einkochen, wir frieren ein, wir legen Sachen ein, also das werdet ihr dann jetzt auch nach und nach mitbekommen. Wir fangen nämlich jetzt schon langsam an, unsere Sachen langsam einzufrieren und demnächst ist auch einzukochen.
Und da sind wir auch ganz gespannt, was wir alles zusammenbekommen, wie unser Wintervorrat aussehen wird. Genau, aber da halten wir euch einfach auch mit auf den Laufenden. Genau. Ja, und das war auch eine andere Frage von jemandem, wo mich gefragt hat, ja, ob wir für den Winter einkochen. Ja, wir werden auf jeden Fall für den Winter einkochen. Genau, nächste Frage. Ich denke, als Selbstversorger wäre ein bisschen mehr Platz auch ganz gut, oder? Seid ihr soweit zufrieden mit der Größe und der Lage von eurem Haus und eurem Garten? Ja, also wir sind sehr zufrieden. Es ist die Sonnenseite hier. Und die Größe ist schwer zu sagen. Also wenn wir tatsächlich noch mehr bräuchten, könnten wir nebendran nochmal das, was ihr gesehen habt, vielleicht bei den Kartoffeln, nochmal dieselbe Fläche, die ist noch größer, praktisch benutzen, um weitere Sachen anzubauen. Mhm. Aber ich vermute mal rote Beete, also da haben wir 10 Säcke, ich weiß gar nicht, was wir damit machen sollen. Ja. Das, was wir da alles rausbekommen, ja, da können wir dann Schafe füttern und so weiter. Da müssen wir erst unsere Erfahrungen machen. Ja. Ja. Was ist zu wenig, was ist zu viel, ja, und so weiter. Ja. Genau. Wir haben dieses Jahr einfach auch gesät. Wir wissen noch nicht, wie viel bekommen wir raus, wie viel brauchen wir überhaupt für den Winter. Das werden wir alles sehen. Ja. Ja, dann kam eine Frage, wie viel Rubel braucht man so im Monat, wenn man im Dorf lebt, ein eigenes Haus hat und vielleicht Tiere? Ja, vielleicht kann ich euch das kurz sagen. Also im Monat haben wir 800 Rubel an Stromkosten, dann 500 Rubel Internet und Gas, 2-3 Monate hält die Flasche und die ist auch unter 500 Rubel. Also in Euro das umgerechnet, beim aktuellen Kurs sind das dann ja, 20, 30 Euro. Mhm. Also 30 Euro sind so die Fixkosten. Also Gas. Achso, und dann noch Holz, wenn man das natürlich auch durchrechnet, sind es 40, also wirklich, es reicht ja dann mit Kohle, Holz und so weiter, das sind dann 50, also 70, 80 Euro. Das sind die Fixkosten, sagen wir es mal so, ja. Mhm. Genau. Kommt ihr finanziell gut hin oder ist es schwierig? Ja, so 80 Euro kriegen wir schon irgendwie verdient. Ja, kommen wir schon gut hin. Ja. Ja. Mhm. Dann kam eine Frage. Wie bekommt man russische Einmachgläser? Ich finde die so wunderschön und ich hätte auch gern so ein ganz großes mit 15 Liter. Also wir kennen sie nicht, ehrlich gesagt. Das 15 Liter, nein. Vielleicht kannst du uns da mehr Infos geben. Was wir hier kennen, sind diese 3 Liter Gläser und da ist alles drin. Da ist Milch drin, da sind die Gurken drin, da sind die Tomaten drin, da ist Honig drin, alles in diesen 3 Liter Gläser. Ja. Also das ist so die moderne Tupperdose in Russland, 3 Liter Glas. 3 Liter Glas, egal für was. Ja. Ja. Genau. Aber haben wir auch. Ja, wir mussten sie nicht mal kaufen. Ja. Die waren schon vorhanden. Sauerkraut kommt auch rein. Ja. Ja, wie lagert ihr eure Vorräte, Eingemachtes, die Marmeladen, Obst in Gläsern und so weiter, frisches Gemüse wie Kohl, Kartoffeln, Sauerkraut für den Winter oder im Winter? Ja, wir haben ja da, wo der Boiler ist und die Pumpe, dort ist sozusagen Unterboden und da kann man säckeweise alles reinstopfen, was man so hat. Ja. Mhm. Leider ist er nicht tief genug, dass man dort stehen kann, weil einfach wir zu nah am Fluss leben. Aber man kann da wirklich auf die ganze Fläche vom Haus Säcke von allen möglichen Sachen reinmachen. Mhm. Ist natürlich besser, so einen Erdkeller zu haben, einen richtigen, weil einfach die Kartoffeln länger halten. Wir haben jetzt festgestellt, da kommen ziemlich schnell die Triebe raus. Mhm. Also die müsste man vielleicht entweder noch besser zudecken oder mit Sand arbeiten. Mhm. Aber ja, die Erfahrung haben wir halt gemacht. Ja. Nächste Frage ist, habt ihr über eine autarke Stromversorgung, Photovoltaik nachgedacht? Eigentlich nicht. Also auch wenn wir keinen Strom haben, dann brauchen wir auch nicht. Wir sind jetzt nicht so abhängig. So abhängig, ja. Ja. Also wir haben Gas zum Kochen, von daher ist es, sage ich mal, abgedeckt. Und selbst wenn wir kein Gas haben, können wir den Ofen anschmeißen und auf dem Holzofen kochen. Ja. Die Photovoltaik ist einfach
sehr teuer. Also die Preise sind dann ähnlich wie in Deutschland. Der aktuelle Strompreis in Rubel liegt bei 3,5 Rubel pro Kilowatt. Das sind dann ja so 5, 6 Cent. Ja. Ich weiß, was aktuell der Strompreis ist, deswegen da zerbreche ich mir ehrlich gesagt nicht den Kopf. Ja. Wie ist es mit den Kosten für Gas, Strom etc.? Wie sieht es damit aus und wie viel Geld muss man für eine zum Beispiel vierköpfige Familie verdienen? Ja, das habe ich ja aufgezählt. Mhm. Also Strom 1000 Rubel, 500 Rubel Internet, 200 Rubel Gas und dann also sind ungefähr so 30 Euro und dann noch Holz 40 Euro, also 70 Euro. Dann hast du noch fast zweimal runter in der Sonja einkaufen, also kaufst Mehl, Reis, Nudeln und Kartoffeln, Fleisch, Eier, Milch, das haben wir dann hier im Dorf, beziehungsweise haben eigene Eier von den Hühnern und Milch kaufen wir dazu, da zahlen wir für 3 Liter 100 Rubel, das sind keine 1,80 Euro für 3 Liter Milch und die hat dann 7-8% Fettgehalt, also wenn ihr dann die, so wie in Deutschland, auf 1% Fett mixen wollt, dann habt ihr 80 Liter Milch. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ja, der nächste Punkt, da geht es um die Arbeit. Da wurde uns öfters mal gefragt, gehst du arbeiten, Vlad? Oder was ist derzeit das, was du dich beschäftigst am Tag? Das ist eine gute Frage. Was machst du denn tagsüber? Ja, also im Endeffekt ist es so, dass wir so einen Wochenplan eigentlich haben. Einmal in der Woche müssen wir zum Bienen, ja, die durchschauen, da geht ein ganzer Tag drauf. Und dann, halt, wenn man schleudert, dann gehen da 2 Tage drauf. Das ist schon mal weg. Dann hast du immer Holz, dann hast du immer Garten, Unkraut, Wasserbehälter voll machen. Dann ist das so, dass man natürlich auch Geld verdient, mit dem verdient man ja weniger Geld. Also mit Honig verdient man tatsächlich Geld, ja. Das funktioniert. Was wir natürlich strecke ich auch in allen Richtungen die Fühler aus. Muss ich auch dazu sagen, es ist nicht so, dass ich jetzt, sag ich mal, ja, Fulltime-Job hier habe. Das werde ich hier nie haben. Das ist Selbstversorgerniveau. Wir gucken mal, dass wir im Internet ein bisschen Geld verdienen können. Online, ja, also Honig. Und jetzt im Herbst werden wir dann die Nüsse sammeln, also die Zedernüsse. Und da ist es so, dass man für einen Sack so ungefähr 20, 22 Euro bekommt. Man kann an einem Tag 10, 12 Säcke sammeln. Dann könnt ihr das ja ausrechnen, was bedeutet, wenn man dann 2 Wochen in den Bergen diese Nüsse sammelt. Das möchten wir dann auch probieren. Also unser Ziel ist jetzt nicht Geld zu verdienen, um das auszugeben, sondern das Ziel ist, so wenig wie möglich Geld zu benötigen und dann dementsprechend etwas zu machen, was Geld einbringt, wie jetzt Honig, Fleisch. Also Fleisch haben wir jetzt auch schon Bestellungen, wo Schafe dann im Herbst geschlachtet werden und dann das Fleisch verkauft wird, Honig und dann Zedernüsse und dann noch Internet, ja. Also später kommt dann noch die Frage, ob wir aus Deutschland Geld bekommen. Ja, wir haben in Deutschland eine PV-Anlage, das ist so ein, wie sagt man dazu schön, ein passives Einkommen, ja, und das reicht dann, sag ich mal so, ja. Aber sonst bekommen wir ja nichts aus Deutschland. Ja, also Kindergeld beziehen wir nicht, also falls jemand denkt, wir sind Schmarotzer, nein, wir beziehen kein Kindergeld, wir wohnen nicht in Deutschland, also sehen wir das auch so ein, dass das nicht richtig ist und deswegen beziehen wir kein Geld aus Deutschland, was soziale Aspekte angeht. Ja. Gibt es Arbeit in der näheren Umgebung und wie hoch sind die Löhne? Arbeit gibt es keine, also nur Viehhaltung. Also du kannst hier als Hirte arbeiten, du kannst hier als, keine Ahnung, irgendwelche Sachen sammeln im Wald und die verkaufen. Also ja, es ist ein schwieriges Leben, also gar keine Frage. Also die Leute, die hier tatsächlich nicht diese Möglichkeiten haben, irgendwie ja, kreativ zu sein, sagen wir es mal so, die haben es dann ziemlich schwer. Ja. Also hier Erdbeeren pflücken und verkaufen an der Straße, das ist
Das ist schon hardcore, ja, muss ich schon sagen. Deswegen, ja, also in den Städten, klar, gibt es Arbeit wie überall. Schweißer, Dreher, Fräser, ja, Metzger, Bäcker und Hotelkauffrau oder Industrie, Krankenhaus und so weiter, Schule, Lehrer. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Soziales Umfeld und unser Dorf. Da kamen Fragen wie ist die Einstellung der Anwohner zu Besuchern? Also wenn wir Besuch bekommen, dann sind die neugierig und gucken, oh, wer ist da gekommen? So, ja, aber nicht jetzt aufdringlich oder so. Also, dann unterhält man sich kurz und geht weiter. Also das ist dann schon so in Ordnung. Genau. Konntet ihr schon Freundschaften knüpfen? Ja, es ist halt so, dass Dorf Unterschied, also vorwiegend ältere Leute sind. Mit den Älteren haben wir eigentlich einen guten Draht, mit denen unterhalten wir uns sehr gerne. Mhm. Also mit der Nachbarin oder die Tanja, die da oben wohnt. Also da, wenn wir vorbeigehen, dann halten wir immer ein Schwätzchen. Ja. Mhm. Genau. Habt ihr gute Menschen um euch herum, die die gleichen Werte leben wie ihr? Nein, ein großes Problem hier im Dorf ist Alkoholismus, ja, wie in jedem russischen Dorf wahrscheinlich. Ich sage jetzt nicht, dass dadurch die Leute böse sind oder so. Es gibt wie überall, in Deppen gibt es überall. Ja. Aber so im Großen und Ganzen ist es ein trauriges Thema, weil einfach die Leute halt keine Perspektive haben. Ja. Und wie sollen die ihr Kummer bekämpfen? Dann greifen sie halt zur Flasche und das ist halt traurig. Ja. Deswegen Leute zu finden mit den gleichen Werten, ist schwierig, ja. Es gibt hier Christen, aber eher dann auf ökumenischer Ebene, ja. Würdet ihr es schön finden, wenn noch mehr Deutsche bei euch in die Nähe ziehen? Also müssen nicht unbedingt nur Deutsche sein, es können gleichaltrige Familien sein, das wäre natürlich schön. Leider ist dieses Dorf komplett ausgeschöpft, ja. Deswegen, ja, aber hier in der Umgebung gibt es ja noch viele, viele verlassene Dörfer, da würden wir uns natürlich freuen, so eine Community zu haben, aber so ein deutsches Dorf in Russland einzurichten, also so ein Ghetto, sage ich mal, so wie man es in Deutschland kennt, türkisch oder russisch, das wollen wir nicht. Ja. Also wir wollen integriert sein, genau. Auch die Leuten kann ich nur empfehlen, integriert euch, aber natürlich eine Bekanntschaft, da werden wir natürlich nie Nein sagen, da freuen wir uns immer drüber. Genau, sehr schön. Gibt es dort noch mehr Deutsche? Ja. Gibt es ganz viele hier, die Direktorin, ihre Verwandte lebt bei uns in Baden-Württemberg und auch im Krankenhaus, oh, mein Onkel und mein Vater und ach, da gibt es so viele Leute. Ah, jetzt vor kurzem habe ich auch einen bei uns im Dorf kennengelernt, der wohnt Richtung Qigong. Der hat dann im Endeffekt gesagt, dass er in Deutschland selber 2 Jahre war, Militärdienst und also in der DDR-Zeit und immer positiv, also die Menschen sind immer eigentlich sehr positiv, ja. Er gesagt, sobald ich Probleme habe oder wenn jemand mich blöd anmacht, ich soll nur mit dem Finger schnipsen, er kommt. Also feiner Kerl, habe ich gestern zufällig kennengelernt, ja. Aber wie immer angeschwipst, das ist halt das Problem, ja. Aber Deutsche gibt es ganz viele in Sibirien, ist halt geschichtlich bedingt, wo das Stalin die Deutschen, die Wolga-Deutschen praktisch einen Teil nach Sibirien gebracht hat und einen Teil nach Kasachstan. Und deswegen wohnen hier sehr viele Deutsche, ja. Ja, und dann kam noch eine Frage, mich interessiert stark das soziale Leben in eurem Dörfchen. Wie sind die Menschen dort? Aufgeschlossen oder eher zurückhaltend, humorvoll oder eher jammernd, kommunikativ, kommen Nachbarn spontan vorbei? Ja, also wie überall auch in Deutschland, also der eine jammert, der andere freut sich, die andere ist zwar 60, aber macht noch Sport und geht jeden Tag den Berg hoch. Ja, und der andere, ich habe kein Geld und so weiter. Und dabei kauft er sich dann immer Alkohol. Ja, das gibt es überall und hier auch. Also ich kann jetzt nicht durchschnittlich sagen, so oder so, sondern ich habe hier alles gesehen. Ja, das ist nächste ja, die Spontanität unserer Nachbarn. Die ist schon da, ja, das ist nicht so unser Fall, ja. Also wir machen da irgendwas oder beschäftigen uns mit irgendwas und
Dann steht jemand da. Vor der Haustür, ja, das muss nicht sein. Also, ja. Das mögen wir nicht, ja. Also wenn, dann anrufen, ausmachen, verbindlich, pünktlich. Also ich schätze die Pünktlichkeit, weil einfach der Tag nur 24 Stunden hat. Deswegen in Segmenten aufteilen den Tag und diese schnell mal zum Tee kommen, das mögen wir nicht so, ja. Aber das gibt's ja. Ja. Dann haben wir noch mal einen ganz großen Punkt. Das haben wir jetzt unter Sonstiges genommen. Und zwar, die erste Frage ist da gleich, medizinische Versorgung, wie sieht es hier aus? Ja, also medizinische Versorgung ist in Russland ganz einfach staatlich geregelt. Jeder Bürger oder jeder, der Aufenthaltsgenehmigung hat oder RVP, hat Anspruch auf die soziale Leistung kostenlos. Also die Grundversorgung ist auf jeden Fall vorhanden. Mhm. Ja, ob sie gut oder schlecht ist, kann man drüber streiten. Also hier bei uns sieht das nicht schön hier im Krankenhaus, aber dann in den Städten passt das schon, ja. Wie sieht es mit der Altersversorgung hier aus? Ist nur die Rente da, deswegen nicht so schön geregelt, ja. Genau, und dann kam auch die Frage dazu, ruhen eure Rentenbeiträge, solange ihr in Sibirien seid? Ja, wir haben sie nicht ausbezahlt und deswegen ruhen die, ja. Genau. Wie sieht es wirtschaftlich aus, wenn aus irgendwelchen Gründen die Ernte ausbleibt oder es mit den Tieren Probleme gibt? Ja, also staatliche Unterstützung bekommst du da keine. Ja. Gut, vielleicht irgendwelche Großbetriebe haben dann natürlich irgendwelche Versicherungen, ja, oder so. Aber ja, wenn morgen die 10 Kühe tot umfallen, weil dort, oder zum Beispiel, ja genau, ein großes Problem bei den Bienen. In der Ebene haben die viel Raps und haben sie auch gesprüht und dann sind hunderte von Völkern gestorben. Mhm. Ja, das ist jetzt halt vor Gericht, ja. Mal schauen, wie weit das, wo das hinkommt, aber im Endeffekt hast du Pech gehabt, ja. Wie ist die Qualität der Produkte in den Geschäften? Gibt es viele Chemikalien? Ja, also wenn man das vergleicht mit Aldi, Lidl, wenn das vielleicht gemeint ist, dann ja, also es gibt hier in Geschäften alles zu kaufen, so wie in Deutschland, also auch die ganzen Produkte, wenn man dann anschaut, Nestle, KitKat für Katzen, ja, also selbst das wird hier im Dorf verkauft. Im Dorf jetzt, ja. Ja, also es ist alles genauso weltweit geregelt, ja. Diese Produkte verachten wir. Wir versuchen wirklich lieber unsere Produkte zu essen, die wir selber anbauen. Mhm. Was wir können, das machen wir. Wir haben eigenes Fleisch, eigene Milch, also Milch jetzt nicht direkt unsere, kaufen halt hier. Aus dem Dorf, ja. Ja, die Kühe rennen hier auf den Wiesen. Genau. Die Wiesen sind nicht chemisch behandelt. Mhm. Im Garten, unser Garten hat nicht einen Tropfen von irgendwelchen Chemikalien erhalten oder abbekommen, genau. Und deswegen, also ist es besser wie jeder Biobauer, den wir in Europa kennen, ja, deswegen, ja, es ist, also die Produkte, die ihr in Deutschland kennt, die seht ihr hier auch alle, also nicht alle, aber so ziemlich fast alle, ja. Also Milka kann man sich hier auch kaufen, ja, wobei die sehr teuer hier ist, also aufgrund der Sanktionen, ja, Knoppers gibt es hier keine. Immer noch nicht, nein. Ja. Aber so Großkonzerne, die sind hier natürlich alle platziert. Ja, Nestle und Co. Wird in Gesprächen die Politik eher ausgeklammert oder kann man sich darüber austauschen? Ja, man redet gerne über Politik in Russland allgemein. Ja, also man redet sogar viel mehr wie in Deutschland, ja, darüber. Würdet ihr auch sowas wie Ferienunterkunft anbieten? Ist es geplant oder nicht? Ja, da gucken wir mal, was wir machen, aber erst dann im nächsten Jahr, was wir aktuell anbieten. Und da kommen die ersten, und zwar Camper, zwei Wohnwagen, oder nicht Wohnwagen, also zwei kleine Camper, die dann hier bei uns sein werden, und können sich gerne die Gegend anschauen. Habt ihr keine Fahrräder, um die Gegend zu erkunden, oder ist das unmöglich mit den Straßen und Wegen hier? Ja, die Emily hat schon ein Fahrrad. Mhm. Wir würden auch gerne ein Fahrrad haben. Allerdings die Fahrräder, also China, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber das ist so ein, also die Qualität ist eine reine Katastrophe. Sind so all die Lidl-Fahrräder. Und gut, habe ich hier keine noch gesehen, deswegen ja. Aber wir würden gerne Fahrräder haben. Die Zeit kommt noch. Ja. Ja.
eins nach dem anderen. Genau, und dann kam die Frage, wo und wie entsorgt ihr euren Müll? Da, wo ich stehe. Ja, also das ist ein großes Problem, sage ich euch ganz ehrlich. Also wir waren schockiert. 30 Kilometer von uns, wenn man dann fährt, ist dann rechts ein riesen Berg, wo die Leute mit dem Auto hinfahren und einfach alles, was sie haben, einfach hinschmeißen. Ja. Und dann irgendwie am Zummel wird ein bisschen Benzin drüber gegossen, angezündet. Furchtbar, ja, ist so. Ist so leider. Aber das hat sich jetzt geändert. Ja. Jetzt haben wir in jedem Dorf auf den Straßen, an der Straßen kann man es ja nicht nennen, aber fast jede 500 Meter. Ja, ist das ein Metallbehälter, dann kann man das dann reinschmeißen, dann wird das dann abgeholt. Einmal die Woche kommt dann das Müllauto hier lang gefahren. Genau, also wir haben die nicht wir haben die Zivilisation erreicht, sondern die Zivilisation hat uns erreicht. Genau. Ja, die nächste Frage, wie bekommen wir Post oder Pakete? Ja, wir haben hier einen Postboten. Die kleine Post haben wir hier auch im Dorf, ja. Ja, der läuft einmal in der oder zweimal in der Woche durch und dann bringt da alles, was man so bestellt hat. Ja, also vorwiegend halt Briefe. Ja, Briefe, Pakete. Oder ganz kleine, leichte Pakete. Ja, aber wenn aus Deutschland so ein schönes Paket kommt, das holen wir dann in Solnjeschny ab, ja. Genau. Müsst ihr oft in die Stadt fahren? Zweimal im Monat, wenn es hochkommt. Zweimal fahren wir dann. Holen ein Paket ab, machen Einkauf, holen für Omas vielleicht ein paar Tabletten und tanken voll und das war's dann. Ja. Ja, dann kam die Frage, wart ihr dieses Jahr nicht krank? Also wo wir hergekommen sind, waren wir sehr krank. Da hatten wir Fieber und Corona vermutlich, ja, also Geschmacksnerven und so weiter. Vielleicht liegt das daran, dass man bevor fliegt, jemand dir was in die Nase steckt. Danach wurden wir gesund und bis jetzt nichts, gar nichts. Also wir sind wirklich kernkraftgesund. Ja. Ja, wie ist die Corona-Situation in Sibirien? Maskenpflicht, Tests, Impfungen? Ja, alle Maßnahmen wurden abgeschafft. Mhm. Alle. Also keine Pflichten. Keine Pflichten. Mhm. Ja, dann kam nochmal eine interessante Frage. Gibt es Altersheime oder Pflegeheime oder werden Ältere und Pflegebedürftige ausschließlich von der Familie gepflegt oder betreut? Also vorwiegend ja, aber es gibt Pflegeheime in Städten, ja. In Großstädten, ja. Ja. Wie wird mit Menschen mit Behinderung umgegangen? Also von meinem Empfinden her hat man in Russland sich über Brillenträger lustig gemacht oder sonstiges. Jetzt nicht, also jetzt schaut man eher auf die Leute mit Mitleid, also das ist eine ganz andere, ja, es hat sich viel verändert in 30 Jahren. Früher hat man ja einen Schwächeren immer sozusagen noch weiter fertig gemacht, das ist nicht mehr so, also man schaut, man hilft über die Straße, auch so in den Bussen, also man hat schon beigebracht bekommen, dass wenn jetzt jemand eine Behinderung hat oder ein gewisses Alter erreicht hat, dass man einen Platz anbietet und so weiter. Ja. Eine nächste Frage ist, wie ist die Stimmung bei den Leuten im Dorf und allgemein in Bezug auf den Krieg? Haben die Leute auch Angst, Ängste? Ja, also Angst in der Hinsicht nicht, weil wir nochmal viele, viele Kilometer weg sind von dem Geschehen, aber die Leute schauen mit Trauer hin, weil sie einfach wissen, ja, Ukraine ist jetzt, sage ich mal, ja, sind eigentlich, vor 30 Jahren war das alles ein Land. Ja. Es sind Brüder, es sind Landesbrüder sozusagen und die schauen mit Trauer hin, ja. Mit Sorgen auf jeden Fall, ja. Ja, die nächste Frage, wie zufrieden seid ihr mit eurem Auto? Es fährt. Schon 12.000 Kilometer. Bringt uns von A zu B. Ja, aber ja, es ist halt, das Fahrfeeling ist halt, ja, es ist halt so wie ein Traktor, es fährt halt, ja. Aber naja, sagen wir es mal so, es ist, also Fahrkomfort ist nicht wirklich vorhanden, obwohl dort Sitzheizung vorhanden ist und elektrische Fensterheber. Die Sitze sind sehr bequem, die Ergonomie passt perfekt im Vergleich zu Niva. Niva ist eine Vollkatastrophe. Allein dort reinzukriechen ist unglaublich.
Also Sitzkomfort passt, aber so die Lenkung und die Bremsen, so, na, das ist alles wischiwaschi, ja. Aber wenn es darum geht, in der Pampa sich glücklich zu machen, was macht er dann? Ja. Habt ihr für euer Auto ein Batterieerhaltungsladegerät? Nein, haben wir nicht. Also haben wir auch dieses Winter nicht gebraucht. Ja. Ja, und nächste Frage ist auch, wie unterhaltet ihr euer Auto im Winter bei solchen Temperaturen? Friert es nicht ein? Also wir schmeißen es gar nicht an. Also wenn ich sehe, dass es unter 30 Grad ist. Also einmal habe ich es tatsächlich hinbekommen. Also einfach mal, ich musste mal fahren. Und dann war es minus 30 Grad. Ich habe den Anlasser, hat funktioniert, ist sofort angesprungen, hat zwar und dann brumm, los ging's. Das hat funktioniert, aber einfach unter minus 15, minus 20 Grad einfach das Auto nicht anmachen und in der Sonne stehen lassen. Das sind so die Tipps. Was man natürlich noch machen kann, ist unter der Ölwanne so ein Vlies dran kleben, wo elektrisch dann beheizt wird. Oder in der Zirkulation von Kühlflüssigkeiten wird dann eine Pumpe eingebaut mit Spirale, wo dann das dann auch erwärmt und zirkuliert. Das kann man machen, werde ich auch wahrscheinlich diesen Winter machen müssen. Macht ihr auch Ausflüge nach Kasachstan? Die Grenzformalitäten würden mich nämlich sehr interessieren. Also Kasachstan haben wir keine Ausflüge gemacht, aber ich weiß, die Familie, wo er jetzt hergekommen ist, die sind über Kasachstan reingefahren. Ein wichtiger Hinweis, für Kasachstan wird kein Visum benötigt. Auch wenn du jetzt aus Deutschland einfliegen würdest, benötigst du kein Visum für Kasachstan. Das ist so ähnlich wie über die Grenze in die Schweiz reinfahren. Also ja, man kann dich anhalten, die Papiere werden dann vorgezeigt. Und fertig. Das ist ein GUS, GUS-Staat und somit eine Zollunion. Ja, also kein Problem. Wenn man mit dem Auto einreist, wie ist es mit den Verzollungsgebühren über 10.000 Euro? Welches Land, Länder bekommt die Gebühr? Deutschland, Polen, Lettland, Litauen, Russland? Wie hoch sind die Gebühren? Also momentan ist es so, dass es das Thema eigentlich sehr heiß ist, weil jetzt eine Familie auch herkommt und die in Polen möchten nicht, dass die Euros praktisch auswandern und die schlagen es vor, in Dollar zu wechseln. Wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema, kann ich so nicht beantworten. Was ich sagen kann ist, wenn man mehr als 10.000 hat, muss das nicht verzollt werden, sondern es muss deklariert werden. Deklariert heißt, wo kommt das Geld her? Weil das ist ja dein Geld, aber die wollen einfach nur Geldwäsche vermeiden und deswegen muss man ein Blatt Papier haben, eine Deklarationserklärung, so wie auch im Flughafen, wo kommt das Geld her und fertig. Mehr wird hier nicht angestrebt. Ja. Aber wie gesagt, momentan ist es, so wie ich mitbekommen habe, an den Grenzen sehr schwierig, weil einfach, gerade wenn man dann von Polen nach Weißrussland dann einfährt, können die dann blöd machen, ja. Deswegen, ja, schwierig momentan. Ja. Aber wenn ihr über 10.000 habt und fliegt, dann einfach das Geld deklarieren, angeben, Herkunft angeben, dann kann man das Geld, dann ist ja euer Geld, rüberbringen. Ja. Dann kam die Frage, ist es als Deutscher möglich, in Kasachstan ein Konto zu eröffnen für Überweisungen? Also ich habe das in Russland gemacht, ich habe in Russland als Deutscher ein Konto eröffnet, da war es möglich. In Kasachstan habe ich es jetzt nicht, aber theoretisch ja. Wie machen es jetzt die deutschen Rentner? Ja, die deutschen Rentner, die werden jetzt vermutlich, also die Familie, die wir damals angesprochen haben, die werden jetzt in Deutschland ein Konto eröffnen oder haben jetzt bereits ein Konto eröffnet. Dann wird die Rente auf ihr Konto in Deutschland überwiesen. Und dann werden sie mit vielen Umwegen das Geld dann von deutschen Konten auf russische Konten überweisen. Dann kam noch eine Frage, wie sieht es mit der Jagd in Russland aus? Welche Voraussetzungen sind erforderlich? Also hier braucht man auch einen Jagdschein, ein Jagdgebiet und deswegen ja dieselben Aufwendungen wie in Deutschland. Und als nicht russischer Staatsbürger darfst du nicht jagen.
Ja, man muss jedes Jahr einen Urintest machen, dass du keinen Drogen konsumierst. Also sehr, sehr streng geregelt. Ja. Es ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren, das muss ich dazu sagen. Im Positiven sowie auch im Negativen. So, jetzt kommt der Part Garten. Ja, da kamen auch ein paar Fragen. Und die erste ist, hattet ihr in Deutschland auch schon einen Garten, um dort Erfahrungen mit den verschiedenen Gemüsen gemacht? Ja, wir haben in Deutschland einen kleinen Garten gehabt, wo wir auch jedes Jahr neu immer wieder verschiedene Gemüsesorten, angebaut haben und sozusagen schon mal üben konnten. Und ja, dieses Jahr ist wirklich dieses große, große Anbau hier bei uns zum ersten Mal. Wie groß ist euer Anbaufläche im Garten? Unsere Anbaufläche ist circa 1500 Quadratmeter. Und wie groß ist euer Grünstück? Da rechnet man um 500 drauf, also so ungefähr 2000 Quadratmeter haben wir mal gesamt. Wie lange dauert die Sommersaison? Von Mai bis September. Ja. In welchem Zeitfenster könnt ihr anbauen und ernten? Ja, man kann schon im April anfangen mit den wirklich winter- oder frostharten Sachen. Aber jetzt zum Beispiel im Gewächshaus kann man da natürlich auch schon früher vorziehen. Aber ins Freiland ist wirklich erst so ab Mai. Bei Juni kann man dann anfangen, Mai. so die ersten Sachen, Radieschen, Salat ernten. Fängt es dann an, genau. Und jetzt immer so in den ersten Sachen, wo wir schon kräftig ernten. Ja. Gut, jetzt haben wir Tomaten, Gurken, Die rote kommen jetzt. Beete, Haben wir nicht Salat, alles. Mangold eigentlich, ja, so Kraut. Kraut Kraut. haben wir eigentlich ja. Die Kohlköpfe sind Sind ja auch auch schon schon, richtig groß. ja, die kann man auch schon ernten. Karotte haben wir schon geholt und ja. Könnt ihr über den Winter vom Garten ernten? Beispielsweise Grünkohl? Also Grünkohl haben wir jetzt nicht ausprobiert. Das würde ich aber gerne nächstes Jahr probieren. Aber ich denke, so aus dem Garten Also bei kannst du es nicht. minus 40 Grad kannst du Das nichts ist zu machen. Da ist kalt. schon 1 Meter Schnee, da ist nichts Ja. möglich. Aber im Gewächshaus. Im Gewächshaus kannst du Sachen noch anpflanzen, kannst es teilweise auch noch ein bisschen beheizen. Aber Ja, ja, im wir Winter probieren nicht, es ja. mal. Ja. Wir wollen versuchen, einen Feldsalat im Winter im Gewächshaus anzubauen, dass wir im Winter einfach ein bisschen Grün noch haben an Salat. Mal schauen, wie es wird. Also wir haben es ja selber noch nicht ausprobiert. Dann kam die Genau. nächste Frage: Kartoffeln, Möhren und so weiter. Wie lange lagert man die in kalten Wintertagen? Ja, das haben wir schon gesagt, also in dem Erdkeller. Woher bekommt ihr euer Saatgut? Ja, unser Saatgut haben wir eigentlich von überall her bekommen. Wir haben es von unseren Eltern bekommen, aus Deutschland oder von Abonnenten haben wir sogar Samen gut bekommen. Und natürlich hier in unserem Städtchen kriegen wir da auch ganz viele Samen. Ja. Oder auch von lieben Freunden von hier haben wir auch schon Samen, Setzlinge, Also alles bekommen. Nachbarschaft, ja. Nachbarschaft. Nachbarschaft, genau, überall eigentlich her. Wie viel Zeit verbringt ihr mit dem Gießen? Ja, also wo es sehr trocken war, da haben wir eigentlich jeden Tag eine Stunde ungefähr verbracht mit dem Gießen. Genau, aber jetzt gießt man draußen eher seltener und im Gewächshaus gießen wir jede 3 Tage. Wie funktioniert euer Wasserwirtschaft? Wir sehen einige Wasserfässer, aber es ist wohl kein Wasser drin. Ja, mit der Saugpumpe vom Fluss, da pumpen wir praktisch das Wasser in die Behälter, weil einfach das Wasser viel zu kalt ist. Und in den Metallbehältern, die ihr gesehen habt, ist das Wasser warm und dann tun wir von Hand abends in der Gießkanne gießen. So funktioniert das aktuell. Und wenn es regnet, dann ist es auch okay. Und wenn es auch mal eine Woche lang nicht regnet, also rote Beete, Zwiebeln, Kartoffeln, das ist alles nicht notwendig zu gießen. Ja. Ich kenne eine bekannte Tomatensorte.
Die Sascha Altay, kennt ihr die Sorte oder die Geschichte dazu? Also wir haben diese Sorte noch nicht gehört, wir kennen sie auch noch nicht. Mal schauen. Wenn ihr mehr Infos habt, könnt ihr uns gerne zuschicken, wenn jemand von unseren Abonnenten mehr Informationen dazu hat. Ja. Wir sind sehr interessiert darüber. Vielleicht bauen wir sie auch nächstes Jahr auch selber an. So, der letzte Part. Genau, der letzte Part ist einfach die Kirche. Habt ihr dort eine Gemeinde, eine Kirche, in der ihr euch zusammenfindet? Also wir haben keine. Es gibt hier eine ökumenische Gemeinde, sag ich mal, wo alles vorhanden ist. Und ja, aber so an sich, unsere Gemeinde ist hier nicht vorhanden. Die ist dann weiter weg, die ist, die nächste ist in Bisk. Ja, das sind drei Gemeinden und da gehen wir ab und zu mal hin, aber weil es einfach zu weit ist, ist es nicht möglich, ja, jeden Samstag hinzufahren. Genau, und dann kam auch die Frage, könnt ihr eure Gemeinde zeigen, wenn es geht? Ja, Jeanette wird ein Bild einblenden. Ich blende euch ein Bild ein. Ja, geht ihr regelmäßig in die Kirche? Haben wir eigentlich auch schon beantwortet, nein. Weil unsere Kirche nicht da ist. Genau, und weil es einfach zu weit weg ist. Welche Gemeinde besucht ihr da? Welche Anzahl an Gemeindemitgliedern sind in der Gemeinde? Wie oft trefft ihr euch? Ist da aktive Kinder-, Jugendarbeit oder praktiziert ihr eher bei euch zu Hause die Gottesdienste nur ihr als Familie? Also wir praktizieren sehr zu Hause, aber wenn wir dann unten sind, da gibt es, so wie ich gesagt habe, in Bisk drei Gemeinden, in Barnaul, in Gorna Altay gibt es eine Gruppe, Novosibirsk, klar, selbstverständlich, und ja, dort gibt es dann auch die Möglichkeit, viel mit den Kindern zu machen, das habt ihr vielleicht in dem Video gesehen, Sibirien 2022 am Meer, da habt ihr die Aktivitäten mitverfolgen können, wo wir dann halt mit den Kindern viel unternehmen. Aber das ist natürlich nicht jedes Wochenende so. Ja. Leider schade. Aber so ist es halt, wenn man in der Abgeschiedenheit wohnt. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Genau. Ja, vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank auch für eure ganzen Fragen, die ihr uns gestellt habt. Genau, die waren sehr, sehr kreativ. Umfangreich. Nicht wiederkehrende Fragen, wo jeder Dritte einfach dasselbe gefragt hat, sondern wirklich gute Fragen. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir konnten sie beantworten, dass ihr auch zufrieden seid, dass ihr damit was anfangen könnt. Und gerne können wir dann unten in den Kommentaren weiter kommunizieren. Ja, vielen Dank für euren Daumen hoch, für die Abos und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.